So, wie kommen wir da hoch? Ich sehe schon einen kleinen Weg. Ne, ich bleib bei der Armbrust, die macht so viel Schaden. Der Karl liegt hier aber überall rum. Ich bleib trotzdem bei der Armbrust. Okay, wie wär's denn hiermit? Schatz. Mies. Okay. Komm schon, der Sprung ist nicht schwer. Und der letzte. Und ja, was fallen gelassen, die Sau. Wie läuft's da hinten? Hoffentlich gut. Oh, hier kommen wir in die Harzhöhle. Das ist Harz. Eindeutig Baumharz. Was zur Hölle? Boah, Harz, das explodiert. Das Zeug fängt schnell Feuer. Geil. So wie dieses Harz. Na klasse. Wie wär's nächstes Mal? Nope. Schatz, perfekt. Schatzsucher Lehrling. Genau, bleib einfach davor stehen, ist nicht so schlimm. Okay, hier müssen wir eigentlich locker drankommen. Oder auch nicht. Dann müsste es von woanders ausgehen. Ballern, ballern, ballern. Was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer. So wie dieses Hart. Muss ich den Schatz nochmal aufheben? Nope. Wir müssen ein bisschen höher kommen. Bisschen höher, ich erreiche das sonst nicht. Was denn hier? Hier müssen wir doch irgendwie reinkommen. Oder hier irgendwie hoch. Moment, das sind doch solche komischen Stufen, Treppen, Steine. Jawohl. Boah, das Ziel ist komplett abgefuckt. Gucken wir mal. Yep. Was ist mit dir? Fällst du nicht runter? Nö. Ja, okay. Und drin. So, und von hier aus kann ich das lösen. So mag ich das. Auf geht's. Ist schon creepy, wie sich die ganzen Wurzeln da zurückbilden. Hey, das kenne ich doch. Natürlich. Ja, der wunderbare Tempel. Wenn ich mich recht daran erinnern kann, kommen gleich hier Viecher. Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein. Ganz schön ruhig. Jetzt fühlt er sich gespenstisch an. Überall Harz, was wir zur Explosion benutzen können. Ich sollte über... Obwohl, bleiben wir bei der Armbrust, schießen das Ding als leer, holen dann uns die M4. Besser ist das. Machen wir auf. Ach du Scheiße, ich sehe schon, da fehlt ein Gewicht. Wegen Besuch. Ja, lecker! Siehst du, es war viel zu ruhig. Vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Elena, zurück. Ich kann nicht mehr Bumm machen. Ah, die Soldaten sind wirklich überall. Boah, es sind viele. Wir könnten versuchen, die leise auszuschalten. Ah, die kommen mir gleich sowieso die Treppe hoch. Total verschwendet. Da fliegt eine Granate hin. Und dann legen wir mit der ganzen Action mal erstmal richtig los. Fuck.
Die geht da gar nicht richtig hin. Boah! Direkt das Kreuzfeuer hier öffnen. Okay, M4. Wenigstens konnte ich einen killen. Oh. Da kommt eine richtige, riesige Armee auf uns zu. Ach, hallo. Boah. Dropkick for the win. So. Ich sag ja, da kommen noch mehr. Das waren noch lange nicht alle. Der Typ mit der Minigun ist auch noch da. Kommt so ziemlich alles auf uns. Das wird echt eine Probe hier. Meine Fresse, dreht er sich im letzten Augenblick. Wow. Der Typ ist sogar noch stärker als der mit der Shotgun. Mag ich gar nicht. Sauber und drauf. Oh, geil, geil, geil. Wäre der jetzt nicht gekommen? Stuntrolle. Fuck, ich brauche mehr Munition. Ja, geil. Da kann ich... Was zum... Da kann ich schlecht runter. 2 Schuss nur noch. Sauber weggesprengt. Los geht's. So können wir es zunutze machen. Was ist mit dir? Tanz mal ein bisschen. Oh ja. Oh ja, da habe ich richtig Lust drauf. Ich check gerade die Gegend, ob hier noch keiner ist, aber ist nicht. Wir können da hinten hingehen, gucken, ob wir den Raketenwerfer von dem Typen aufheben können. Gucken, dass wir auch das Harz benutzen. Ist der Raketenwerfer hier runtergefallen? Lame. Der liegt bestimmt da oben. Ja, ich bin leider hier unten. Ihr müsst schon hier hinkommen, ihr Vollpfosten. Er kommt. Sollen wir mal komplett hinterherkommen? Kriegt er die volle Hatz-Dröhnung. Ich gehe echt auf Nummer sicher. Ganz gebracht. Weg. Von jeder verfluchten Seite. Aber wir spielen sicher. Ach, ist nur normal, oh. Mein Freund, hä? Da! Noch nicht immer auf Drake. In Deckung! Cool, und direkt noch einen hinterher. Stehst immer noch, ich hab noch eine. Das hat ihn weggesprengt. Na, Runde 2? Da nehme ich heute die Minigun mit nach oben. Das Feuerwerk lasse ich mir nicht entgehen. Auch wenn es ein bisschen dauert. Die steht da auch so. Ah. Wow! Die Viecher hier. Okay, lass, den habe ich nicht gerechnet. Oh, geil. Wenn ich draufgehen sollte,
müsste ich doch eigentlich hier in der zweiten Welle wieder spawnen. Zum Glück ist alles hier so beweglich. Wow. Komm von einer Ecke in die andere. Oh, leck mich, du Viech! Die Gande ist so perfekt. Oh, da fall ich runter. Gut. Wir hängen da fest. Puh, wo ist der denn geflogen? Gute Nacht. Okay, zugegeben, das war ziemlich leicht. So, wie kommen wir hier drüber? Hier muss sich einer festkrallen. Das klappt. Lass mich doch mal hier hoch. Fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Witzig. Ach, jetzt geht's auf einmal, oder was? Komm schon, ich muss da irgendwie dran an dieses Dingen. Und da kann man hochklettern. An diesem Ding wahrscheinlich. Kann ich hier hoch? Wenn das ein bisschen niedriger kommt, dann könnte ich mich dran festhalten. Denn hier festhalten? Kann ich mich überhaupt festhalten? Das kann sehr helfen. Na, fuck it. Die alte Scheißwaffe will ich nicht. Da, die Dinger habe ich gar nicht gesehen. Okay, los geht's. Okay, und los geht's. Na, für alles ist gesorgt. Da warst du etwas nah dran. Ich bleib noch bei der Armbrust. Ah, wir können hier runter. Oh ja, daran erinnere ich mich auch noch sehr gut. Oh, geh in Deckung, richtig. Goldene Armbrust ist echt badass. Wenn man mal trifft. Nun zu dir. Au. Oh, wollen die denn alle hier? Oh ja, klar. Irgendwie habe ich eine Idee. Was so? Warum? Oh! Du bist der Erste, sorry. Und du mir schon mal nicht auf den Sack gehst. Ja, Donner getroffen. Und platt. Einen Schuss habe ich noch. Ich würde sagen, ich bleibe am besten hier oben. Vorsicht! Joa, besser fallen lassen. Oh, shit! Ja, das ist eine komplett beschissene Position. Ich wollte gerade sagen, zu weit vorgehen nicht so toll. Och, nochmal alles von vorne, klar. Diesmal erledigen wir die besser. Hä, wieso steht der denn schon vor mir? Ach, der war gerade auch da. Komm. Oh,
genau. Erstmal einen schönen Umriss geschossen.